So, dann probieren wir es jetzt nochmal mit der Falle. Mit der Falle. Was war das? Ich habe keine Ahnung, was das war, aber es hat sich komisch angehört. Warte mal, müssen wir die denn überhaupt entschärfen? Jetzt mal ohne Wist. Ist hier irgendwas? Da drüben liegt Munition. Ja, komm, wir machen es einfach. Ah! Sebastian! Mach keinen Kack! Mach keinen Scheiß! Mach keinen Kack! Was? Mach keinen Scheiß! Der wampelt da rum, ey. So, okay. Los geht's. Yes! So. Geschafft. So, was ist denn da drüben noch? Da ist doch Munition. Das sehe ich doch von hier. Wie komme ich da hin? Ah, hier ist, glaube ich, die Falle, die ich eben ausgelöst habe, ne? Hier ist noch so ein Draht. Können wir... Uah, nee, 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 nee. Nicht aufstehen, Sebastian. Nicht aufstehen. Können wir den entschärfen? Nee, anscheinend nicht. Ich glaube, das ist eine Falle, die wir nicht entschärfen können. In den bin ich ja letztens reingerannt hier. Ich guck mal gerade. Ist hier was an der Wand? Doch, können wir. Da ist so viel Blut und Schmodder drüber, dass man das gar nicht mehr richtig sieht. Ist ja widerlich. So, komm her. Komm zu Papa, Munition. So, bisschen baden gehen. Und dann geht's weiter. Blech, widerlich. Einfach nur ekelhaft hier. So, hier müssen wir wahrscheinlich durch. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay, Qualenarmbrust. Erstmal ein bisschen aufräumen. Oh, ich sollte keine lebenden Bomben erschaffen, wenn die auf mich zurennen. Ich glaube dann lieber Brandgeschosse. Ich glaube, Brand ist hier am besten. So, mal gucken, wo wir wieder starten. Ich hoffe jetzt nicht genau an derselben Stelle. Rubik hat anscheinend gegen uns was. Oh nein, wir müssen wieder anfangen. Ah, Gott, okay. Okay. Ich habe immer noch nichts zum Heilen, Leute. Das ist doch echt nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Jetzt muss ich mir den ganzen Mist erst wieder einsammeln gehen. Toll. Na komm, hier raus. Gut, ich sammle mir schnell das Zeug ein und dann geht's direkt weiter. Ich weiß ja jetzt, was auf uns zukommt. Also, wir nehmen Brandgeschosse, denke ich. Wird, denke ich, die beste Alternative sein hier. Ja, und Ruby kann sich anscheinend in andere Gegner hineinsetzen. Und uns dann auf den Sack gehen, mehr oder weniger. So. Her damit. Schockbolzen, immer sehr gut. Ich glaube, ich baue mir auch gleich erst noch ein paar Bolzen. Ich weiß ja jetzt, was passiert. So, komm her. Jawohl, das klappt doch immer besser. Ich hoffe, dass dieser Bereich nicht noch kleiner wird. Dann wird es nämlich wirklich haarig. Ich finde das ja jetzt schon ziemlich klein. Die Stelle zum Entschärfen. Ich will eigentlich nicht, dass es noch enger wird. Sonst kommen wir da irgendwann gar nicht mehr klar mit. So. Verbrennen tue ich hier erstmal nichts mehr. Dann gehen wir jetzt hier rüber noch die Sachen holen und dann... Moment, ich muss gerade gucken. Aufpassen, dass ich der Tür da nicht zu nahe komme. Da lag noch was und hier... Moment, wo war denn... Ich glaube hier, ne? Hier müssen wir raus. Hier war ja zum einen noch eine Falle. Und dieses... Ja, diese Kiste, die lag doch hier auch noch irgendwo. Genau, die meine ich. So. Ja, damit. So, Bombe entschärfen. Le Bombe. Le Entschärf. Ich kann kein Französisch, by the way. So, okay. Und, jawohl, geschafft. So, ja, damit. Flatsch. So, jetzt hier das noch mitnehmen. So, immer schön in Deckung gehen, immer schön in Deckung gehen. So, die gerade noch entschärfen. Ich würde mich natürlich super gerne erstmal heilen, aber ich befürchte, dass wir hier nichts finden werden. Was ist denn hier? Ich glaube, hier kommen wir nur wieder in die andere. Ja, genau. Nee, hier kommen wir nur wieder dahin. Also hier ist leider nichts zum Heilen, so leid es mir tut. Ja.
Mist. Ich kann so Spritzen auch leider nicht bauen oder so. Das wäre ja noch schön. Wenn wir das wenigstens könnten. Aber leider können wir das nicht. Das heißt, wir müssen jetzt so gegen die Gegner gewinnen. Ist hier sonst noch irgendwas? Liegt hier nicht irgendwo eine Spritze rum? Gerade nochmal genauer umgucken hier. Können wir noch irgendwo nach oben klettern vielleicht? Sobald wir da hingehen, kommt Rubik und dann wird's lustig. Hier ist nichts mehr, Leute. Da oben war ich, da war nichts. Scheiße, hier ist nichts zum Heilen. Na gut, okay, wir bauen uns gerade noch ein paar Bolzen. So, den lassen wir. Ich denke, ich werde auf Feuerbolzen gehen. Scheiße, ich kann nur einen bauen. Okay. Können wir noch? Nee, können wir nicht. Wir können so einen noch bauen. Wir können Blendbolzen. Nee, ist alles Blödsinn. Na gut, okay, wir bleiben beim Brandbolzen und dann werden wir den gleich direkt einsetzen, denke ich. Okay, Rubik kann losgehen. Bereit, wenn du es bist. Wo war die Tür? Gerade mal gucken. Da vorne. So. Habe ich jetzt auf Brandbolzen? Nee, so, jetzt. Okay. Los geht's. Vielleicht sollte ich aber. Ich habe gerade mir was überlegt. Die sind ja nämlich noch im Wasser. Und solange die im Wasser sind, benutzt mir ja der Brandbeschleuniger nichts. So, Moment. Jetzt tue ich da einen Brandbolzen hin. So, die schalte ich erstmal so aus. Fackeln die nämlich alle ab. Oh, da kommt auch noch einer. Und komm her. Ich darf natürlich die anderen jetzt nicht außer Acht lassen. Okay, die sind schon tot. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, da liegt eine Spritze. Da liegt eine Spritze, Leute. Okay. Komm, verbrennen, 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 verbrennen. So, wo lag die Spritze? Oh, oh. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte, der kommt jetzt. So, komm, nimm die Spritze. Die lag doch hier gerade. Oh, nein. Ist die jetzt schon weg, oder was? Hier lag doch gerade eine Spritze rum. Ich hab's doch genau gesehen. Ah, Mist. Ich glaube, die hat sich mit aufgelöst. Nein, so ein Mist. Scheiße. Okay, wir können immerhin noch Gel mitnehmen. Ich kann auch sein, dass ich mich verguckt habe gerade. Aber das mit den Brandbolzen war die beste Idee des Jahres. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, haben wir hier noch irgendwas übersehen? Ich gehe jetzt einfach. Nützt ja sowieso nichts. Oh Gott, wir sind so im Arsch, Leute. Wir sind so im Arsch. Oh Gott. Oh, hier ist auch noch Gel. Ah, da liegt sie. Ich hab mich doch nicht verguckt, Mensch. So. Ganz schnell. So, Spritze auf die Nummer 4. So, und rein damit. Oh, Gott sei Dank. So, jetzt geht's uns schon besser. Okay. Alles klar. Kontrollpunkt. Sehr gut. Ih, was denn hier passiert? So, und Rubik ist uns auf den Fersen. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen... guck mal hier. Da hängt noch ein Gesicht drin. Muss ich sagen, irgendwas scheint er von uns zu wollen, denn... Er hätte uns schon längst töten können. Warum hat er das nicht getan? Warum hat Rubik uns nicht einfach abgestochen, so wie die anderen Polizisten? Ich weiß es nicht. Und da liegt jemand. Oh, na super. Okay, erstmal Munition mitnehmen. Ein paar Medikamente vielleicht. Ich habe schon lange keinen Schlüssel mehr gefunden übrigens. Wäre mal wieder Zeit für unsere Schließfächer. Oh Gott, soll ich da hingehen? Hier passiert doch jetzt irgendwas, Leute. Hier passiert doch jetzt irgendwas. Uah! Ich wusste es doch. Was zum... Bah! Ekelhaft. Scheiße. Was ist das denn? Ja, toll. Ich kann aber nicht raus hier. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Samara oder was? Oh nein. Oh Gott, wie komme ich von dem weg? Wie komme ich von dem weg? Komm, nimm das Gel mit. Ach du Scheiße, wie schaffe ich es denn an dem vorbei? Ist hier noch irgendwas? Okay,
Okay, ich lock den hier in den Raum, glaube ich, und dann einfach schnell vorbeisprinten. Weil die Tür ist ja jetzt aufgegangen. Was? Komm, schnell weg, 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 weg. Okay, irgendwas habe ich da mal gelesen. Mit Leertaste kann man schneller. Ja, genau. Okay, die Gesundheit, nicht die Gesundheit, die Ausdauer wieder auffrischen. Alter, was ist das? Ach du Kacke. Kontrollpunkt. So, was ist da? Komm, 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 komm. Tür zu. Oh. Puh. Verbrennen. Oh oh. Wir sollten hier nicht zu lange bleiben. Aber ich kann hier nicht raus. Wo komme ich hier raus? Ach hier. Komm, 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 komm. Sebastian. Runter, 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 runter. Okay. Ich glaube, hier kann es nicht runter. Genug Arme zum Klettern hätte es zwar, aber. Oh Scheiße. Na prima. Ich weiß nicht, ob ich dafür Zeit habe. Ich mach's einfach mal. Die schönen Bauteile. Was willst du, verdammt? Scheiße, okay. Ich lasse die Falle mal aktiv. Vielleicht hält das ein bisschen auf. So, hier rein. Ich mag keine Mitfahrgäste. Tut mir leid. Oh. Die Frage ist durchaus berechtigt. Was willst du, verdammt? Ich weiß es nicht. Alter, was war das? Igitt, igitt, igitt. Ich glaube, es ist mein Lieblingswort in diesem Spiel. Igitt. Nein! Warum? Sebastian, mach die Tür doch auf! Okay, es darf uns nicht kriegen, sonst sind wir am Arsch. Was ist das? Bah, guckt euch das an. Bah. Dann hängt da noch so ein Tumor unten über in den Gedärmen drin, ey. Bah, okay. Also nicht die Tür langsam aufmachen. Ich glaube, wir können hier wirklich einfach hingehen und die Tür eintreten. Ach, das ist Munition. Da ist so viel Zeug. Komm, das nehmen wir uns mit. Ich nehme das alles mit. Scheiß drauf. So, komm. Die Leiche lass da liegen. So, kann ich nicht ein bisschen schneller hier runter? Mit C irgendwie loslassen. Ja, sehr gut. Was wäre da gewesen? Nee, hochklettern. Okay, so. Komm, die Falle lassen wir am Leben. So. Was willst du, verdammt? Ist doch egal, was es will. Mensch, mach weiter. Wir haben keine Zeit zum Falle entschärfen. So, komm her. Renn, 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 renn. So. Wir haben es erstmal abgehängt, vorläufig. So, jetzt müssen wir ganz schnell durch die Tür. Ganz schnell durch die Tür. Ich habe eben irgendwas in den Zwischensequenzen gelesen, dass man so ein langhaariges Vieh, dass man das zwar... So, komm, lauf, 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 lauf. Scheiße, Mann! Okay. Ich befürchte. Wir müssen uns beeilen. Uah. Geschafft. Verdammt. Das war knapp. In der Tat, Sebastian, in der Tat. So, schnell was mitnehmen. Was gibt's hier Leckeres? Great Shot und so. Toll. Es sind 4 Stück oder so auf der Packung, aber nur eine drin. Toll. Ganz toll. So, ich glaube, wir haben aber gerade mal Ruhe, oder? Dann werde ich mal meine Waffen nachladen. Meine Güte, ey. So, einmal das und wir haben noch die zweite. Ich glaube, die tue ich auch mal gerade nachladen. Habe ich dafür Munition? Moment, ach Quatsch. So, Moment, mit R, ne? Ne, dafür habe ich keine Munition. Okay, dann bleibe ich auf der. Gut. Alter, was sind das hier für Monster? Ich denke, das hätten wir auch nicht töten können. Also ich habe ja zweimal draufgeschossen, glaube ich, eben. Rubik! Lass mich! Lass mich in Ruhe! Wo ist diese... Wo ist dieses Fass hin? Rubik! Mach keinen Scheiß! Hä? Was ist das? Oh, 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 oh. Kann ich irgendwie steuern? Scheiße! Ey, wie krass ist das denn? Der Raum hat sich gedreht gerade. Habt ihr das gesehen? Boah!
Fuck, Leute. Alter, wie krass ist das denn? Kapitel 4 überlebt, aber sowas von überlebt. Innere Tiefen. Okay, alles klar. Nächstes Kapitel. Wir machen das nächste. Wir machen weiter, Leute. Wir sind stark. Wir schaffen das. Oh Mann. Ich wollte gerade schon sagen. So, wenn du einen rennenden Gegner ins Bein schießt, fällt er zu Boden. Ach, wirklich? Da wäre ich ja nie drauf gekommen. Will mich jemand unbedingt einweisen? Ja, einweisen ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, wir lassen uns auch gerade mal einweisen. Ich höre doch die traumhafte Musik wieder. Ja, und die ist gerade wie Musik auf Deutsch in meinen Ohren. Tagebuch von Sebastian Castellanos. Die schlechte Nachricht ist, dass ich meinen neuen Partner zugeteilt wurde. Die gute Nachricht ist, dass Mira ja gesagt hat, oder Myra. Außerdem ist die schlechte Nachricht gar nicht so schlecht. Joseph ist ein sehr guter Detective und wir sind ein gutes Team. Die Polizei von Crimson City braucht mehr Männer wie ihn und es ist eine Ehre für mich, an seiner Seite zu arbeiten. Manchmal fühlt es sich so an, als würde ich ein Boot ausschöpfen, das ein riesiges Loch hat, vermutlich. So, wir gucken aber erstmal in die Kiste hier rein. Was haben wir da Leckeres? Oh, hallo Papi, was haben wir denn da? Ach, das ist so ein Explosivbolzen, glaube ich, ne? Können wir die gerade mal nachladen? Jo. So, da werde ich die Mitnahmemenge gleich auf jeden Fall leveln, glaube ich. Definitiv. Ach so. Müssen länger halten. Substanziell für mich am Arsch. Sehr gut, Sebastian, sehr gut. Substanziell am Arsch, jawohl. Ihr letzter Besuch ist schon eine Weile her. Wirklich? Hallo, Schwester. Kennt ihr den Spruch, wenn die Brille aus hat? Ja. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall eine sehr hübsche Krankenschwester. Ich gucke mich hier gerade mal ein bisschen um. Können wir? Ich glaube, ich habe aber keinen Schlüssel, ne? Ich wüsste nicht, dass ich einen aufgesammelt habe. Achso, hier können wir nur wieder durch. Moment, wo war das denn? Das war irgendwo hier hinten. Ja, nee, oder warte. Nee, hier ist genau nichts. Wo war denn dieser Raum? Ach, hier vorne. Ich glaube, wir haben keinen Schlüssel, ne? Doch, wir haben einen. Und wir können hier nochmal Munition mitnehmen. Habe ich das beim letzten Mal nicht mitgenommen? Oder können wir die jetzt immer mitnehmen? Okay, ich habe einen Schlüssel. Dann mache ich jetzt mal hier einen auf. Hä? Ach, nee. Ah, links sehe ich, ob ich einen Schlüssel habe oder nicht. Ich dachte gerade, weil da stand 1, aber das ist ja nur in den Schließfächern. Okay, wir haben keinen Schlüssel. Macht ja nichts. Ich wollte schon sagen, ich kann mich nicht erinnern, dass ich einen aufgesammelt habe, ehrlich gesagt. Gut, dann leveln wir mal ein bisschen unsere Fähigkeiten. Ich glaube, wir haben jede Menge Gel, was wir verwenden können. 13.000. Da lässt sich doch was mitmachen, glaube ich. So. Diese Apparatur. So, Lebensanzeige. Boah, Alter, die kostet schon 5.000. Das ist ja der Hammer. So, die Sprintdauer. Die wollte ich auf jeden Fall leveln. Die kostet 6.000. Ey, das ist doch scheiße. Da kann ich ja schon fast wieder alles für ausgeben. Ah, Mann. Okay, die maximale Sprintdauer. Ich mach's einfach, komm. So. Dann wollte ich bei den Reserve... Moment, Spritzen, Granaten, Streichhölzer, Qualenbolzen. Moment, wo sind denn... Hier, Qualenbolzen. So, Mitnahmemenge plus 1, jawohl. Spritzen kann ich 3 mitnehmen mittlerweile. Ist eigentlich erstmal ausreichend, oder? Was können wir denn hier noch machen? So, die Sprengkraft erhöhen. Okay. Harpunenbolzen können wir... bewirkt zusätzlichen Schaden bei getroffenen Gegnern. Ab Stufe 5 wird Feuerschaden hinzugefügt. Cool. Gut, Explosivbolzen. Ich kann... Wieso kann ich denn den Flammenbolzen nicht leveln? Das hätte ich jetzt eher genommen. Hm. Okay, die Bolzen lasse ich, glaube ich, erstmal. Ich guck mal, was können wir denn... Weil Fitness ist ja alles schweineteuer. Wir haben jetzt noch 5.000. Soll ich bei den Waffen noch was machen? Ich bin gerade echt unsicher. Das ist echt. Ach, warte, wir können... Ah, guck an. Spanngeschwindigkeit, Reichweite, Nachladegeschwindigkeit. Reichweite hört sich natürlich auch nicht schlecht an. Ich mach mal die Reichweite ein bisschen höher.
So, und dann hier bei der Fitness können wir jetzt dann, glaube ich, nichts mehr tun. Oder Nahkampfschaden, ja. Nahkampf nehme ich ja nicht so oft. Mal gucken, was haben wir denn hier noch? Kaliber 45 Munition, Schrotflintenmunition. Granaten nehme ich auch nicht so viele. Dann nehmen wir mal mehr Munition für meine Pistole mit. Okay, das soll es gewesen sein. Ich denke mal, beim nächsten Mal werde ich wieder meine Fähigkeiten, also meine Sprintgeschwindigkeit und sowas, das werde ich dann mal, glaube ich, primär erstmal leveln. So, können wir hier durch? Jo. Aha. Nagelfeile, dafür hast du Zeit, hä? So, wir speichern gerade mal und dann mache ich eine kleine Aufnahmepause. Wir sehen uns dann entweder gleich wieder oder in der nächsten Folge. Bis dann.